Für diese Demo werden wir ein Firmware-Update für das Vapor-Logic-Steuergerät herunterladen und die Firmware auf der Steuerplatine und dem Touchscreen-Display aktualisieren. Diese Demo wurde mit dem Chrome-Browser auf einem Windows-PC aufgezeichnet. Firefox und Edge-Browser für PC unterstützen ebenfalls Firmware-Downloads von RiseSteam. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein FAT32 formatiertes USB-Flash-Laufwerk mit einer Kapazität von mindestens 16 MB haben, auf dem keine Dateien oder Ordner gespeichert sind. Stecken Sie das Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss Ihres Computers und vergewissern Sie sich, dass das Flash-Laufwerk leer ist, wie hier gezeigt. Für diese Demo aktualisieren wir einen Luftbefeuchter mit einem Vapor-Logic-Steuergerät der Version 6. Klicken Sie auf diesen Link, um das Firmware-Update herunterzuladen. Bei dem Download handelt es sich um eine ZIP-Datei, das heißt ein Verzeichnis mit mehreren Ordnern, die in eine Datei komprimiert wurden, die auf dem Flash-Laufwerk entpackt wird. Der Download erfolgt fast immer standardmäßig in den Ordner Downloads. Windows-PCs verfügen über ein Dienstprogramm zum Extrahieren von ZIP-Dateien. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie Alle extrahieren aus. Wenn Sie nach einem Speicherort gefragt werden, wählen Sie das Flash-Laufwerk aus. In dieser Demo ist das Laufwerk D. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Extrahieren und die Firmware wird, wie hier gezeigt, in das Flash-Laufwerk entpackt. Je nach Produktfamilie und Modell wählt das Steuergerät automatisch die benötigten Dateien aus diesen Ordnern aus. Ziehen Sie das Flash-Laufwerk aus dem USB-Anschluss und greifen Sie auf die Vapor-Logic-Steuerplatine in dem zu aktualisierenden Gerät zu. In dieser Demo ist dies ein GTS LX50 Luftbefeuchter. Bevor wir die Firmware aktualisieren, sollten wir prüfen, welche Version derzeit ausgeführt wird. Tippen Sie auf Einstellungen, Display und Befeuchterinfo. Wie hier gezeigt, ist die Firmware-Version eines der vielen Elemente, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Tippen Sie auf das Symbol Startseite, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Jetzt müssen wir den Luftbefeuchter in den Standby-Modus versetzen. Tippen Sie also auf Modus und dann auf Standby. Trennen Sie die Display, Ethernet, Multitank und Feldbuskabel von der Platine. Einige Geräte wie dieser Luftbefeuchter verfügen nicht über alle diese Anschlüsse. Der USB-Anschluss befindet sich hier. Stecken Sie das Flash-Laufwerk, das die neue Firmware enthält, in diesen Anschluss. Die LEDs beginnen nahezu sofort zu blinken. Das Firmware-Update kann je nach Aufwand zwischen wenigen Sekunden und mehreren Minuten dauern. Nach Abschluss der Aktualisierung blinken die Leuchten gleichzeitig und es ist ein Klickgeräusch zu hören. Das bedeutet, dass das Flash-Laufwerk entfernt werden kann. Wenn die Aktualisierung die Firmware-Version um mehrere Stufen erhöht, ist das Klickgeräusch möglicherweise nicht zu hören. In solchen Fällen wird das Steuergerät neu gestartet, während das Flash-Laufwerk noch an den USB-Anschluss angeschlossen ist. Dies ist kein Problem, aber ziehen Sie das Flash-Laufwerk nicht heraus, bevor das Steuergerät vollständig neu gestartet wurde. Die LEDs, die während des Firmware-Updates blinkten, müssen an oder aus sein, dürfen aber nicht blinken. Schließen Sie die Ethernet, Display, Multitank und Feldbuskabel wieder an. Das Touchscreen-Display verfügt außerdem über einen USB-Anschluss für Firmware-Updates. Für dieses Video haben wir die Verkleidungen entfernt, um die Position zu zeigen, aber der Anschluss ist auch ohne Entfernen der Verkleidung erreichbar. Schließen Sie das Flash-Laufwerk an diesen USB-Anschluss an. Das Display erlischt fast sofort und schaltet sich dann wieder ein, um anzuzeigen, dass es aktualisiert worden ist. Ziehen Sie das Flash-Laufwerk heraus und das Display wird neu gestartet. Bringen Sie die entfernten Abdeckungen und Verkleidungen wieder an und nehmen Sie den Luftbefeuchter wieder in Betrieb.